Kalimba Keys von OC Audio gibt es aktuell kostenlos, aber nur wenn du einen bestimmten Code hast, wie der ist und wie das Plugin ist und ob sich das überhaupt lohnt, gucken wir uns jetzt an. Let's go. Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Sicher kennst du das, du entdeckst irgendwo ein kostenloses Plugin, lädst es runter, spielst damit rum, merkst, erstens macht es gar nicht so viel Spaß und es klingt auch nicht so gut. Aber weil du, so wie wir alle, ein bisschen faul bist, löscht du es nicht, sondern 10 Jahre später entdeckst du es irgendwann auf deiner Festplatte und fragst dich, was das überhaupt da macht. Und damit dir das mit Kalimba Keys nicht passiert, kannst du dir erst das Video angucken und danach entscheiden, ob du das Plugin überhaupt haben willst. In dem Video hier gucken wir uns das Plugin an, checken die Funktion und den Sound und am Ende bekommst du einen Code, wie du Kalimba Keys kostenlos runterladen kannst. Und so sieht das Plugin aus, wenn man es aufmacht. Das klingt erstmal so. Und da würde ich doch sagen, das erinnert mich tatsächlich an eine Kalimba. Von daher schon mal Ziel erreicht. Wir sehen, hier unten haben wir die Keys und hier sind schon welche ausgegraut, weil man die nicht mehr spielen kann, weil diese Kalimba hier nicht so tief geht, weil so tiefe Kalimbassen, es wäre ein Kalimbass. Naja, egal, so tiefe Kalimbas gibt es wahrscheinlich nicht. Deswegen ist das hier das Tiefste. Wir haben links und rechts Effekte, einmal Modulation, wo wir zwischen einem Chorus, einem Flanger, einem Phaser, Vibrato, einem Tremolo und einem Autopan wechseln können. Autopan und Tremolo, seht ihr schon, kann man hier nicht mit dem Mix-Knob steuern. Und wir haben auf der rechten Seite Space and Time, also ein Echo, den wir hier unterschiedlich einstellen können und auch dazu mischen. Versuchen wir das Ganze mal erstmal hier mit Space and Time. Okay. Klingt irgendwie ganz gut. Wenn ihr so richtig geile Effekte machen wollt, sowieso immer cool, die Rate bei so Delay oder auch bei Reverb-Plugins einfach zu automatisieren, während das spielt. Bei dem einen oder anderen Plugin funktioniert es ziemlich gut. Und wir können hier noch Feedback einstellen. Okay, macht auf jeden Fall, was es soll. Feedback habe ich lange eingestellt. Kommt auch lange, sehr cool. Modulation, hören wir uns mal hier den Chorus an. Funktioniert. Flanger ist auch nice. Erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das, diese großen Sägenblätter, die man spielen kann. Eine musikalische Säge. Wisst ihr, was ich meine? Schreibt es mal unten in die Kommentare, falls ihr das kennt. Naja, also jedenfalls diese Funktion hat man. Dann haben wir ein paar Presets, wo also hier diese Funktionen schon so eingestellt sind, dass man sagen kann, wow, das ist geil. Gucken wir, ob das stimmt. Ja, kann man machen. Oh, die sind ziemlich... Die kann ich mir vorstellen, öfter so zu benutzen. Kalimba Keys, ja, okay, get weird. Okay, kann man sich auf jeden Fall Inspiration holen. Versuchen wir mal kurz was hier zu basteln. Einmal was Modernes. Und man könnte natürlich auch ganz klassisch so ein bisschen, ja, ein bisschen so in die Latin-Afro-Richtung gehen. Musik.
Wenn du noch keinen Kalimba-Sound hast, dann kann ich dir das Plugin auf jeden Fall empfehlen. Vor allen Dingen kostenlos. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch kostenlos ist. Deswegen am besten beeilen. Bevor ich dir den Code gebe, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Like da lässt und auf Abonnieren drückst. Das hilft mir hier, diesen Kanal so ein bisschen voranzubringen. Den Link zum Plugin findest du unten in der Beschreibung. Und ja, wahrscheinlich hast du schon am Anfang geguckt. Den Code findest du natürlich da auch. Der Code ist Kalimba Keys Free. Und damit gehst du einfach auf die Seite, die ich unten verlinkt habe, schmeißt das Ding in den Warenkorb und gibst den Code ein und dann kannst du es umsonst haben oder du lässt da auch eine kleine Spende, je nachdem, auf was du Bock hast. Mehr solcher Videos findest du hier auf dem Kanal. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne E-Mail, die findest du unten in der Beschreibung, genauso wie die Affiliate-Links. Damit kannst du Plugins und Equipment kaufen. Ich kriege einen kleinen Prozentsatz ab. Und alle sind happy und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.